Willkommen zurück zu Parasite Eve 2. Ja, Freunde, da sind wir nun wieder und wir haben wieder einiges zu cleanen. Und ja, ich weiß noch genau, wo unser Ziel ist. Nämlich bei dem Brunnen. Wir müssen da tatsächlich runter. Ich überlege gerade, beim Junkyard war ja auch das Seil gelegen, oder? Naja, wir werden es beim Cleanen garantiert wieder finden. Gut, dann geht's jetzt mal los wegen einem Frauenschrei. Na, was man nicht alles machen. Ja, ich hatte ein bisschen voraus aufgenommen, aber ich konnte jetzt ein bisschen die Kommentare lesen. Ihr seid ja wirklich sehr begeistert von dem Spiel. Das Einzige, was ich mir wohl wirklich angewöhnen sollte, ist mehr Magie zu benutzen. Das mache ich zukünftig auch. Flint, zeige den Weg! Cool. Oh, die Musik ändert sich. Oder? Ja, ich glaube, die Musik ist jetzt mal anders. Das tut auch mal gut. Weil die war ja schon ein bisschen lässig. Hier rein? Nee. Du brauchst mich gar nicht zu führen, Hund. Ich mache jetzt erstmal hier Cleaning. Ja, also sorry, dass ich... Ah, okay. So wenig Magie benutzt habe, aber das möchte ich jetzt ändern. So, zum Beispiel mit dem Plasma hier. Das geht auch so schön auf alle. Ja, gut, der Schaden ist nicht der beste. Wie viel kostet es? Ja gut, aber es geht auf alle, ne? Also, muss, und man spart ja dann auch ein bisschen. Ja, es ist eigentlich viel geiler, ne? Anstatt, dass ich hier ewig lang mit Muni vor mich hin ballere. Klar, man kann es nicht ständig so bringen, aber wenn es so viele sind, das ist natürlich... Das ist was, ne? Eine Seiltrommel. Vielleicht komme ich damit in den Brunnen. Gut. Das dachte ich mir schon fast. Der Hund hat mich auch darauf hingewiesen. Nimm das Seil mit. Okay, dann ab in die Garage. Ja, also fortan mehr Magie benutzt. Nutzung versprochen. Ich weiß nicht, warum. Ich bin da immer so ein unglaublicher Geizkragen, wenn es um sowas geht. So, wie sieht es denn bei euch aus? Darf ich euch... hallo? Darf ich? Ja. Es geht ja auch nach oben. So. Also ich probiere mal was anderes aus. Das habe ich noch. Ja gut, aber das kann ich, da kann ich nicht nach oben zielen damit, ne? Ich versuche es mal runterzuschießen, wenn ich genau drunter stehe. So, oh, ja gut. Hopp, komm. Geht irgendwie nur auf den einen, ne? Ist irgendwie eigentlich nicht so dolle. Gut, ich muss ja nicht immer Dingens machen. Komm. Ey! Ist jetzt gut? Darf ich mal? Die lassen mich nicht schießen da jetzt. Erstmal hier weg. Alter. So, ich will jetzt die Fliegeviecher, dann sind sie nämlich nur halb so schlimm. Erstmal die Viecher runterschießen. Oh, ey. Stell mich gerade total blöd an. Warum muss er auch das anvisieren hier? Ich will das da will ich anvisieren. Das da oben, über mir. Ja. Mensch, Mädel. Oh Gott. Jetzt natürlich noch nachladen. Oh, ey. Leg dich hin und schlaf. Das war Panne. Also Magie benutzen schön und gut, aber natürlich nicht in jeder Situation, ist klar. Sonst geht die mir auch super schnell leer. Jetzt muss ich nämlich wieder ein bisschen sparen. Hund, du könntest auch was machen, anstatt die anzugucken, ne? Was bist denn du für ein Hund? Steht einfach da, jo. Guck mal, wie süß. Wie viel krieg ich? Ich krieg 8 MP. Hm, okay. Na gut, jetzt wieder ein bisschen sparen. Immer so im Wechsel halten, würde ich sagen. Oder je nach Situation. Das bei den Skorpionen war natürlich sinnvoll. So, raus hier. Ne, hier geht's gar nicht raus. Ich dachte aber... Sicher, dass ich hier nicht raus kann? Kann ich nicht das Tor irgendwie öffnen? Nochmal gucken. Ne, ich bin hier falsch, ich Idiot. Ich muss auf die andere Seite. Seltsam. Bildete mir irgendwie ein. Warum steht denn der Hund? Da ist ja ein Loch drin. Ich bin da total verwirrt hier. Ich weiß auch nicht. Ich bin total Panne. Ich sollte am besten einfach nur auf den Hund hören. Dann klappt das schon. Naja. Dabei bin ich heute mal wirklich ausgeschlafen. Ja, sowas gibt's auch. Gibt's hier Gegner? Ne, in dem Ding nicht. Okay, dann gehen wir jetzt zum... Ah, kann ich die Tür öffnen jetzt? Beziehungsweise, warum waren die verschlossen? Gut, ich will eh noch nicht hin. Aber ich will die Tür aufmachen. Lass mich mal durch. Schloss entriegelt. Gut, das reicht mir schon. Nein! Egal. Ich gehe wieder zurück. Ich weiß, da muss ich rein. Du kannst jetzt schon mal hier bleiben, mach Pipi und ich... Na gut, dann geh halt mit, wie ich hier Monster kloppe. Kannst du auch machen.
Da oben. Boah, ich bin total raus. Ja, ich habe ein bisschen Dark Souls 2 gesuchtet, ich gebe zu, deswegen kam der Part auch ein bisschen später wie geplant. Das ist das einzige Projekt, wo ich jetzt einen ziemlich großen Buffer habe. Das ist mir auch wichtig bei dem Spiel. Weil alles andere. Wenn ich da gespoilert wäre, das würde mir nur wehtun. Okay, ja. Jetzt ist wieder der günstigste Moment, um sowas zu machen, ne? Bams, nochmal. Bams. Bams. Schön. Gut, jetzt habe ich. Ah, da ist noch einer. Au! Das musste mich. Das habe ich gar nicht gesehen, verdammt. Jetzt hat sie mich total gepiekst hier. Böses Vieh. Naja, die Vergiftung ist ja jetzt wieder weg. So. Okay. Heilen. Gut, aber doch, also das gefällt mir, das Teil. Wenn es auf alle geht. Da mache ich es mir gern mal unnötig schwer, ne? Das ist so typisch für mich. Und baller dann lieber drauf rum und wundere mich dann, wenn die Muni leer wird. So, ich höre euch schon. Ich habe euch schon ein bisschen gesehen. Und das scheint wieder eine Menge zu sein. Ich komme zu euch, keine Sorge. Immer mit der Ruhe. Noch im Zaun. Schön. Ich krieche da lieber nicht durch. Gut, dann sucht ihr einen anderen Weg. Hier zum Beispiel. Ich habe aber kaum noch Magie. Na gut, dann wird halt mal geballert. Ich könnte natürlich auch ein MP-Wasser schlucken, aber nichts Aufregendes. Komme ich da gar nicht mehr rein? Doch, irgendwie. Ich rühre das nicht an. Ich könnte ja auch durch die Gitterstäbe eigentlich totschießen. Weiß nicht, ob das geht. Ich könnte es natürlich probieren. Naja, eigentlich will ich da schon reinkommen. Wenn ich darf. Da ist doch die Tür. Die steht sogar offen. Meine Güte. So, tot den Skorpionen. Au, hä? Ach so, der hinterlässt doch noch so eine Brühe dann, okay. Ja, das hätte ich mir auch mal merken können. Nein, 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 nicht pieksen. Nein, nicht jetzt. Oh, weg da. Wir haben einen verdammt großen Stachel. Der würde wehtun. Weg da. Ah, ja. Lauf in seinen Stachel rein. Ey, ja, das ist perfekt. Aber zum Glück... Au! Hat das nicht ausgenutzt. Dafür laufe ich aber in seine Krütze rein. Bisschen ungeschickt bin ich schon, ne? Aber gut. Auch das wäre geschafft. Da ist irgendwo noch einer. Da ist er. Ach, da hinten. Kann ich ihn von hier aus... Ja. Sehen zwar nicht, aber ich kann ihn töten. Okay. Na, wenn das so weitergeht, muss ich auch bald wieder Muni holen, ne? So, mal gucken, da oben. Wenn wir schon mal hier sind. Ist hier noch was für mich? Ah, speichern. Ja, das werde ich gleich mal nutzen. Man weiß ja nie. Nur Haut und Knochen. Fliegen sammelt sich. Eine Mumie wie ich. Puh, armer Kerl. Oh, tolle Aussicht hier. Wow. Na gut, weiter. Wie viel Muni habe ich denn eigentlich noch? Mal nachgucken. Okay, in der Etage. Gut zu wissen, da ist nichts. Hätte ich auch gleich vorhin mal gucken können, egal. Oh, die Hydra. Oh. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Ich werde sie mal wechseln. So, normale Muni muss erstmal reichen. Und was habe ich gerade ausgerüstet so? MP-Wasser habe ich ausgerüstet. Ich glaube, ich werde mir mal eins gönnen. Gucken, wie viel das auffüllt. Oh, ja, doch, ganz gut. Perfekt. Okay. Runter. Ne, speichern. Nee, doch nicht speichern. Wir können ja später nochmal speichern, kurz bevor wir runtergehen. Gerade jetzt, wo ich wieder MP habe, da wird mich schon nichts dahin raffen, hoffe ich. Okay.
Gebiet gecleant, dann da hinten noch das kleine. Ja, den letzten Part habe ich die Kommentare jetzt noch nicht gelesen, ob ihr das überhaupt noch weiterhin sehen wollt, aber ich denke schon. Bisher wollt ihr sowas immer sehen. Und ich meine, es ist ja auch nicht unbedingt langweilig. Es ist ja immer sehr stimmungsvoll gemacht hier. Oh ne, das sind doch ganz schön viele, aber da stelle ich mich dann wieder blöd an der Magie. Na komm. Ah, ich treffe nicht. Das ist direkt vor deinen Füßen. So, mache ich dann doch mal. Ja, natürlich, bei den Ratten werde ich... Das sind ja nur Ratten. So. Schön. Hm, die MP-Heilung wird auch immer besser. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht, weil ich jetzt öfters benutze, da denkt sie sich, ach komm, dem gönnst du mal was. So. Ja, umgucken muss man sich ja nicht noch ein zweites Mal, hoffe ich zumindest. Wenn doch, wäre es ja ziemlich doof. Weiter geht's. Ich sehe schon, komm, wir brauchen den ganzen Part zum Cleanen. ich guck lieber nochmal. Ja, darunter will ich. Und dann noch drei kleine Räume, dann haben wir es auch schon. Ne, dann sehen wir heute auch noch was Neues. Es sei denn, in den Räumen sind kleine Endgegner oder so. Mal schauen. So, jetzt bin ich wieder hier. Als nächstes da rein, oder? Ja, und dann Raum 1 und 2. Ich guck nochmal, unten war nix, beziehungsweise da war ich ja eh noch nie. Oben war nix. Gut, also wirklich nur noch die kleinen Räume hier. Und dann speichere ich und dann, wenn wir, ja gut, Muni aufladen, bringt nicht viel. Ach, einfach weiter los. Nicht groß fachsimpeln, sondern zocken. So, wer will hier denn? Wen gibt's da? Irgendwas Spannendes? Oh, ein Baby. Ah, da unten... Lecker. Lass du mich mal in Ruhe. Ich wollte eigentlich jetzt hier... Nein! Gottes Willen, hört auf damit! Jetzt bin ich mir nicht sicher, was ich machen soll, wenn die weiter... Ich wollte eigentlich gerade Magie machen hier, aber... Ach komm, probier's. Sie sind eh schon alle tot. Super. Ich dachte, da haben noch ein paar gelebt. Ja, ich sollte es nicht bei jedem so machen mit dem... soll das nicht jeden, bei den Viechern vielleicht nicht unbedingt machen, hingehen und den Plasmazauber benutzen wollen. Blöde Kamikaze-Viecher, ey. So. Aber was soll's? So ging der Kampf auch schnell, ne? Ob ich jetzt zweimal Plasma drauf mache oder reinrenne und zweimal Healing? Wo ist der Unterschied? so. Nein. So nicht. Mensch, ey, ja, verlauf dich doch nicht immer. Langsam müsste sich ja auskennen. Die Sache ist, wenn ich hier in echt rumlaufen würde, dann würde ich es deutlich besser wissen. Das ist nur im Spiel so extrem mit meiner Orientierungslosigkeit. Ich weiß auch nicht warum, das war schon immer so. So, was gibt's hier? Wieder Monster... Oh, nee, keine Monster im Bett. Ei. Haha, wie geil! Ist das nicht geil? Das Platzzeug geht auch auf die Gegner. Und das ist immer fair gemacht hier. Ultra fair. Ich glaube, im Bad ist noch was. Bestimmt ein großer, oder? Oh ne. Das Baby wollte duschen. Haha. Diesmal bist du alleine explodiert. So. Okay. Warum ist denn das so unterschiedlich mit der MP-Regeneration? Wo macht sich denn das fest? Würde mich mal interessieren. Naja, gut, weiter. Noch einen Raum haben wir. Round 2. Hier ist er.
Gleich geht's los hier. Oh ne, ich mag's nicht, wenn ihr fliegt. Geht weg. Runter. Tot. Und der da noch. Ah, kommt doch ein Baby. Ja, ja, ja. Weg. Ah! Du Penner. Das sind noch mehr. Es kommt. Nein! Boah, weißt du, dann renne ich weg und... Nee, das hat nicht geklappt. Ich wollte eigentlich schnell wegrennen. Und es, damit es alleine explodiert. Moment, bevor die anderen da kommen. Nee, nee. Baby, Baby. So geht das nicht. Da ist wieder einer in der Dusche. Geh weg! Oh. Einer noch. Der ist da hinten in der Ecke? Ja. Lass mich in Ruhe. Schnell weg. Komm. Jetzt hat es wieder nicht gezählt. Nein! Okay. Sie ist zwar langsam im Zurücklaufen, aber es hat gereicht. So, das war's. 16 plus 4, geil. Ja, da kann man sich doch gleich wieder heilen hier. Ich würde sagen, gleich nochmal. Ich werde mal heilen leveln, ne? Ich benutze den Zauber so oft und... Ich hab's ja schon gelevelt, oder? Ne, ist immer noch Level 1. Hatte ich nicht vor, das Ding zu leveln? Naja, das nächste Mal dann. Gut. Gut. Nochmal ein kurzer Blick, aber ich glaube, ja. Wir haben's. Jetzt werde ich speichern und dann geht's rund. Denn da war nicht nur ein Frauenschrei, da war auch ein sehr monströser Schrei. Wahrscheinlich unser nächster Endgegner. Und wenn ich an den letzten Endgegner denke... Wie fies der war. Oh, ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja echt mal gespannt. Das Labor untersucht gerade das Elektroteil. Das wird dich aus den Socken hauen. Die meisten Bauteile stammen aus Japan. Aber einige sind uns völlig fremd. Hightech vom Feinsten, wahrscheinlich militärisch. Ja, ich sag dir Bescheid. Ich finde das so toll, dass man da immer noch so ein bisschen so ein paar Fetzen abbekommt. Das ist... So macht Telefonieren bzw. Speichern Spaß. Das finde ich echt gut. So. Jetzt allerdings geht es nach unten. Ich hoffe, das ist nicht so kanalisationsartig, ey. Verschont mich bitte noch ein Weilchen, damit ich weiß, ja, irgendwann kommt es garantiert. Es gab im Vorgang gab es auch eine sehr nervige Kanalisation. Nee, ich muss auf die andere Seite, ja. Einfach da den schmalen Gang durch und dann sind wir schon da. Naja, schauen wir mal. Wo ist mein Hund? Wartet der hier noch? Ja, okay. Ein alter Brunnen. Drin ist es dunkel. Du erwartest jetzt, dass ich das Seil irgendwie nutze? Nee, sonst fragt sie mich doch immer an Ort und Stelle. Dann muss ich mit dem Hund reden. Nö, der Hund sagt mir nichts. Vielleicht von der Seite? Nein. Was ist los? Ja, ich muss da rein. Okay, warte mal. Seil benutzen irgendwie. Use. Wo ist es denn? Wo ist mein Seil? Ach, Key-Items bestimmt. Natürlich. Seil. Benutzen. Seil benutzt. Ach, sonst macht sie das immer vor Ort. Aber egal. Stahlseil benutzt. Jetzt kann ich hinunter. Ja, dann... Schnüffel mir da nicht rum, Hund. Runter mit uns. Oh yeah! Oh, ist ganz schön duster, ne? Ich hoffe, ihr seht was. Ich hoffe, ich denke dran, das beim Rendern ein bisschen für euch hochzuskalieren. Furchtbar. Es geht bis hinten weiter. Abgeschlossen. Habe ich nicht eine Taschenlampe oder sowas? Na gut. Was geht hier? Oh, Fledermäuse. Oh, viele Fledermäuse. Moment, dann machen wir wieder unseren Skill. Ja, ich weiß, ich übertreibe es gerade mit dem, aber ich denke, das ist halt irgendwie sehr praktisch. Das trifft halt auf jeden Fall alle. Und das andere ist halt mehr so ein Strahl, wo nur ein paar trifft. So. Wie war das? Da kann man auch so einen Blitz machen, ne? Und dann sterben die auch alle sofort, aber
Die Methode fand ich auch sehr gemütlich. Ich höre doch noch was. Habe ich eine Karte von dem Gebiet? Achso, das ist ja das Trifield, klar. Mhm. Ja, groß ist es ja nicht, muss ich sagen. Gut, dann quälen wir uns halt durch diese Dunkelheit. So schlimm ist es ja. Gut, für mich ist es nicht schlimm. Aber ich weiß, was YouTube damit macht. Sehr unheimliche Musik hier auch gerade. Ein Schalter. Er ist ausgeschaltet. Man weiß nicht wofür, aber man tut es natürlich in jedem Spiel. Ich habe irgendwas eingeschaltet. Ich sehe da was. Wieso bist du unsichtbar? Warte mal, da würde ich jetzt gerne mal so einen Strahl machen. Aber ich sehe es ja gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich es treffe. Erstmal nochmal. Ah! Das ist da oben. Na toll. Treffe ich es? Oder sieht sie es nicht? Doch, sie. Da ist es. Ah, als Druff hier. Was ist das für ein Mistvieh, ey? So, warte mal, erstmal heilen. Ich will aber auch mal treffen damit. Das ist so blöd, dass ich das damit nicht zielen kann. Ich habe da... Jemand hat mal geschrieben, das ging angeblich, aber... Ah, das hat am... Hast du meine Heilung unterbrochen, du Arsch? Hey, lass das! Oh Mann, das war jetzt ein bisschen knapp. Kann ich nochmal heilen, würde ich sagen. Ja, ich kann eh keine... Ich muss hier... Ich brauche die MP zum Heilen, wie ihr merkt. Nein, was mal... Ah! Alter! Okay, okay, das ist ein fieses Vieh, das merke ich schon. Schmeißt hier rein und oh, erstmal weg hier. Bin auch so schlecht im Ausweichen, ne? Stirb doch endlich. Ich habe irgendeinen komischen Zustand. Ich weiß gerade nicht welchen. Nein, ich treffe nicht. Warum treffe ich jetzt auf einmal wieder nicht? Ah, jetzt laufe ich noch. Hey, da ist es doch. Mach's fertig. Okay, hier brauche ich definitiv eine bessere Waffe. Oh, 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 oh. Oh Gott, mein Le Nimm schnell Medizin 3. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Hopp, was ist? Los, mach's fertig. Ich wechsle die Waffe, ey. Das geht ja mal gar nicht. Das trifft mich aber auch immer wieder. Hallo? Bist du ein Endboss? Ich weiß ja nicht. Ich hoffe es. Dich als Standardgegner zu haben, wäre unschön. Es fällt. Es ist tot. Boah! Alter! Der gibt mir auch Schrotpatronen, ja. Ja. Ja, ja, ja. Das war eine Nummer. So. Das war ein normaler Gegner. Das verwette ich mit euch. Ich wechsle die Waffe, ey. Wenn der nochmal kommt, das hat sich ja ganz schön gezogen hier. So. Ach, sind das neue? Nee, die ist nur nicht... Ach, Rifle. Ja, gut. Passt ja trotzdem, ne? Oder? M9. Warte mal, was habe ich gerade ausgerüstet? Ich habe doch die... PA3, ja, genau. Ja, gut. Ich nehme die einfach mal. Na klar, kann man sie ausrüsten. Sie werden ja auch angezeigt. So, ich werde mir jetzt mal so ein Protein gönnen. So, also nein, ich gönne es mir jetzt natürlich nicht. Ich werde es mal in mein Inventar stecken, wenn es mal wieder knapp wird. Irgendwann muss ich das ja benutzen. Cola, HP und MP Regeneration. Das ist eigentlich auch geil für einen schweren Kampf. Wenn ich da so mitten am Wursteln bin. Gut. Und das MP-Wasser lasse ich auch mal drin. Gut, 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 gut. Ja, dann weiter. Na, der Gegner hat mich ein bisschen beängstigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach shit, ich wollte doch noch normale Munition am Kofferraum holen, ich Idiot. Oh, ich hoffe, das wird mir nicht zum Verhängnis. Aber ich denke, das wird schon reichen. So, da geht's hoch. Aber hier ist noch ein Schalter oder was? Ja. Schalten wir auch mal ein. Was auch immer. Nee, Quatsch. Nee, bin ich jetzt zurückgelatscht? Nee, nee, das ist neu. Okay, gut, gut, gut.
Wo bin ich jetzt? Ah, jetzt bin ich da. Jetzt kann ich die Räume checken. Da will ich ja auch hin, ne? Glaube ich. Aber ich wollte jetzt eigentlich erst unten weitermachen. Ich wollte dieses... Ein Keller. Ja, ja, gehen wir nochmal runter. Der Store rennt uns ja nicht weg. Weil da wollten wir ja hin. Da kommt ja der Schrei her. Aber ich wollte doch jetzt noch... Wie muss ich denn da latschen? Da, jetzt nach... nach rechts laufen. Da ist was. Habe ich da nichts gesehen? Ja, doch, da. War ich gar nicht. Okay. Ja, natürlich sind hier Gegner. Ach, es sind aber... Na gut. Ja, super. Jetzt habe ich die Waffe ausgerüstet. Jetzt kommt natürlich wieder sowas hier. Gut, was soll's. Man sieht ja auch durch die grünliche Verfärbung, welches Vieh getroffen wird. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so wirkungsvoll, was ich da mache. Ja, das wird gar nicht getroffen. Dass ich mich hier aber auch jetzt nicht mehr irgendwie... drehen kann oder so. Na gut, das andere Vieh wird bestimmt nachkommen. Ich tue das jetzt. Ja. Oh Gott, sind das viele. Ja, zum Glück habe ich es gemacht. Gleich nochmal. Reicht noch einmal. So, und den Rest mache ich so. Das war gut. Das war ausnahmsweise mal gut. Mhm. So, was haben wir hier? Ein Schachspiel. Karten und Chips. Anscheinend mal eine lustige Runde, ha? Huh? Der passende Ort für ein Spielchen. Wie geschaffen für Cave and Castles Spieler. Das stimmt. Ein Spieltisch. Das stimmt allerdings. Da hat man sich das Ambiente gut geschaffen. Ein Schrank. Drinnen ist... Oh, eine alte Waffensammlung. Ein Wildwestgewehr. Bekannt aus Westernfilmen. Eine deutsche P08 Halbautomatik, ein echtes Liebhaberstück. Leider nur Modellwaffen. Sie funktionieren nicht. Ich hab's fast befürchtet. Ist das gemein. Modellwaffen, ey. Ein Weinkeller. Unzählige Mengen. Wem gehört das alles? Na, ich würde mich mal bedienen hier. Mission muss mal kurz aussetzen, ey. Erstmal ein... Süffeln. Was haben wir hier? Eine Holzkiste. Drinnen ist... Flair. Noch was? Hier ist nichts. Na gut, dann war's das hier wohl. Hier auch nichts. Unzählige Mengen. Wie sieht's denn mit der Zeit aus? Ich habe jetzt schon länger nicht mehr drauf geachtet. Wegen diesem Boss. Oh, ja. Ja, ist schlecht hier einen Cut zu machen, ne? Kann ich jetzt nicht. Will ich auch gar nicht. Ich denke, ich werde gleich noch eine Folge aufnehmen hier. Ja, aber eigentlich ein guter Abschnitt. Ich gehe jetzt wieder hoch. Moment, ich gehe hoch, sagte ich. Nicht, ich gehe zurück. Ich weiß jetzt zwar nicht ganz genau, was die Schalter gebracht haben. Vielleicht haben sie irgendwie was geöffnet, dass ich jetzt überhaupt hier hoch kann oder was weiß ich. So, wie dem auch sei. Ein Schalter. Er ist auf 1. Ich hab keine Ahnung. Mach aus. Und jetzt? Was auch immer. Was auch immer ich gerade ausgemacht habe. Eine Warentabelle. Eine Tabelle mit Waren. So, das willst du nicht lesen, okay. Na, gar nichts für mich hier. Ich brauche nichts. Ich brauche nichts. Ist ja gut. Oh, Party. Warum seid ihr so komisch rot? Was ist mit euch jetzt? Was habt ihr für ein Skill drauf? Ich will es gar nicht wissen. Au! Okay. Zwar etwas roter wie die anderen, aber den gleichen Mist haben sie. Egal. Nochmal ein Flair. Geht gar nicht mehr. Was bringt nochmal Flair? Einwegverteidigungswaffe blendet den Gegner. Nee, das kann weg, ehrlich gesagt. Das benutze ich doch eh nie. So. Nochmal heilen.
So, wir sind jetzt in dem ersten. Ach ne, wir sind immer noch in dem großen Raum. Kann ich da von innen aufschließen? Weil dann könnte ich ja super speichern. Aber erst gucke ich mich hier noch um. Ein Kassenregister, alles noch intakt. Ich lege das Geld für die Sachen einfach hier hin. Oh ey, du bist so nett. Das wird doch kein Mensch mehr brauchen hier. Ein Kassen. Ja, okay. Nichts Auffälliges. Magazine und Zeitungen. Die letzte ist vom 28. August. Werden sie seit einer Woche nicht mehr geliefert? Glaubst du, da kommt noch jemand? Speiseeis. Es ist nicht geschmolzen, die Truhe ist noch intakt. Will sie mitnehmen? Eine Kühltruhe mit Speiseeis. Okay, da hat nicht. Muss doch mal was essen, Mädel. Hier gibt's Cola. Oh, schön, Cola nehme ich. Cola will ich mitnehmen. Hallo, wie wär's, du fragst mich, was ich austauschen will, wie du sonst immer magst. Also, manchmal. Gut, dann muss ich halt ran. Ich werde. Ja, ganz ehrlich, ich werde da Flair nochmal wegschauen. Entsorgen. Ja, ganz ehrlich, Cola ist besser. Nee, du sollst es einfach entsorgen, ja. Das Blitzlicht werde ich vielleicht als nächstes weghauen. Ich müsste gar nicht weghauen. Ich könnte auch einfach zu meinem blöden Kofferraum gehen. Das muss ich jetzt eh machen, wegen der Muni. Das darf ich nicht vergessen. Noch mehr Cola? Nein. Eine Dose reicht. Och nö, finde ich gar nicht. Aber cool, da hat man anscheinend unendlichen Dingens, wenn man es benutzt hat. Getränke. Medizin. Oh, will er auch mitnehmen. Och Mann, das nervt mich mit dem. Egal, ich schmeiß es weg. Ach, da ist noch ein Flair. Komm, weg mit. Gleich noch was weg. Was ist das? Nee, das brauche ich auf jeden Fall. Davon will ich auch zwei haben, auch wenn ich die Dingens hab. Blitzlicht, Einwegverteidigung. Weg damit. Brauche ich nicht. Ist nicht mein Stil. Ich sehe jetzt schon die Kommentare. Nein! Das hättest du da und da ganz dringend gebraucht. Gut. Nein, da will ich noch nicht weiter. Nein, zurück, zurück, zurück. Da geht's aber weiter. Obwohl es. Okay, ist nicht schlimm. Das machen wir das nächste Mal. Wir sind schon wieder überfällig hier. Aber man muss halt einen guten Cut finden. Ich will euch ja nicht mit Cliffhangern bestrafen. Anglerbedarf. Ein komplettes Sortiment. Wohl ein Hobby des Besitzers. Kann man in der Wüste angeln? Wer weiß, vielleicht in der Oase? Skorpionkiller, ein Insektenspray. Gegen diese NMCs ist wohl wirkungslos. Das wäre auch zu schön. Süßer Mais, Erbsen, Corned Beef, Ölsardinen. Alles in Konserven. Isst man das hier täglich? Chips, Kaugummi, Erdnüsse, Salamistangen. So eine Salamistange wär's doch jetzt, oder? Ich brauch nicht. Die Konservenecke. Okay, vielleicht finden Sie ja doch noch was Genüssliches. Fertigkaffee, Teebeutel, Frühstücksflocken. Kein Bedarf. Mensch, wir könnten hier so toll frühstücken. Kein Bedarf. Und du? Ich brauch nichts. Ja, eben deswegen. Hat sie nicht gemeint, dass sie hier jemanden stehen gesehen hat? Also, der sie angestarrt hat? Na gut, das war vielleicht Douglas, der war vorhin noch hier. So, wir konnten das Schloss tatsächlich entriegeln. Somit haben wir jetzt natürlich eine richtig geile Abkürzung. So, Moment. Sonst vergesse ich es das nächste Mal. Muni. Uff, danke. Blups. So, schon viel besser. Gut, ja. Also, was lernen wir aus dem heutigen Part? Magie öfter zu benutzen bringt's. Allerdings sollte ich nicht jeden Gegner in die Arme rennen. Sonst stinkt's. Und wir speichern ab. Ich weiß, du bist top. Aber wenn du dabei drauf gehen solltest, NMCs jagen ist nicht das Einzige im Leben. Du darfst nicht so werden wie Rupert. Er ist zwar nett, aber seine Augen. Denk daran, falls dir etwas zustößt, wird jemand sehr, sehr traurig sein. Na klar, ich passe auf mich auf. Jo, ihr hoffentlich auch, denn dann werdet ihr auch garantiert das nächste Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt Let's Play Parasite Eve 2.